Da sind wir wieder bei Resident Evil 3. Ich habe jetzt 5 Minuten, 6 Minuten offscreen herumprobiert. Nein, ich habe es tatsächlich nicht nachgeschlagen. Ich habe nämlich aufgeschrieben, ihr seht oben da diese weißen Tetris-Steine, sage ich mal. Wenn es ganz bis oben hingeht, dann müssen darunter 3 Punkte sein, sprich von jeder Farbe 1. Ist es nur 1, muss es 1 sein, sind es 2, müssen es 2 sein. Das habe ich aufgeschrieben in 3, 1, 1, 0, 2 und so weiter und so fort. Und ja, jetzt testen wir mal, ob das stimmt, was ich da fabriziert habe. Tada! Ich bin so gut! Die Wasserqualität hat das Sicherheitslevel passiert, ja. Und oh, hier hängt gerade mal das Kabel von der Vita in meinem Headset fest. Das ist nicht so schön. So. Und dadurch habe ich jetzt eine Tür aufgemacht. Ist das so? Ultraviolette Strahlen. Da ist ein kleiner Slot, wo man eine Karte einfügen kann. Okay, wir brauchen also irgendwie eine Checkkarte oder so. Das ist ein Erste-Hilfe-Spray, korrekt? Ja, nehme ich mit. Brauche ich vielleicht gar nicht, aber ja, nehme ich mit. Hier sonst noch irgendwas Cooles zum Mitnehmen? Ja, warum habe ich das Rätsel offscreen gemacht? Ganz einfach, sowas hält auf. Und dieses Let's Play geht schon lang genug und ich möchte das... Morgen ist der 31. Ich will das spätestens morgen beenden. Und, ja. Deswegen habe ich das offscreen gemacht. Und ich denke mal, wir müssen jetzt durch die andere Tür. Das finde ich persönlich ziemlich gut, dass wir dann doch erst hier hingegangen sind, denn dann habe ich es genau, genau richtig gemacht. So. Na. Ach, dieser blöde Stuhl verhakt sich immer. So. Ja, ich denke mal, allzu viel kommt nicht. Ich habe eine Komplettlösung, in die ich echt nur reingucke, wenn ich gar nicht weiterkomme. Aber ich fliege da immer grob drüber und gucke, was ich schon erreicht habe. Die ist nämlich schön in Kapitel eingeteilt und die ich noch nicht habe, die lasse ich immer weg. Aber ich lösche immer die Sachen, die ich schon erledigt habe. Und ich bin jetzt auf Seite, ja, auf der vorletzten Seite von 18. Juhu! Also ich finde, ich bin hier schon richtig weit gekommen. Ist sehr schade, dass meine Platte gleich schon wieder voll ist. Sonst könnte ich das heute echt noch beenden. Boah! Rescuing you is becoming a full-time job. Habe ich mich erschrocken. Thanks, Carlos. I owe you. Listen closely, Jill. They're going to launch a missile directly into the city as soon as day breaks. At dawn? But that's only... I know. We don't have much time left. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor Nikolai. Okay, wir sind also wieder getrennt. Habe ich mich erschrocken? Alter. Ich dachte, da komme ich jetzt niemals lebend raus. Ach ja, ihr mal wieder. Oder seid ihr was Neues? Na toll, und ich schieße. Irgendwie... Ja, ich weiß, ich hätte auf das Fach schießen können, aber fast schießen können, aber irgendwie klappte das nicht. Juhu.
nur. Shotgun, ja, die könnte ich auch mal mitnehmen irgendwie beim nächsten Mal. Ich habe so viel Patronen für die. Das Wasser irgendwas Gerät hat zu funktionieren. Sein Display zeigt eine Error-Message an. Bubu, lass das! Ja, dann musst du gar nicht so gucken. Wie niedlich der immer guckt, wenn man ihn bei was ertappt. Was? Ich mache überhaupt nichts. Bloß um 5 Sekunden später sollen, es tut mir so leid. Schlechtes Gewissen Gesicht zu machen. Wenn das hier aktiviert wird, dann wird Wasser. Dann passiert irgendwas mit Wasser und achten Sie darauf, dass vorher alle Leute evakuiert sind. So, und das ist die Tür, die bis gerade zu war, glaube ich. Oh. Willst du den Knopf drücken? Habe ich eine Wahl? Nein. Ist auch geil, oder? Habe ich eine Wahl? Ja, ich drücke ihn nicht. Ich nehme jetzt den. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Schiss, dass Nemesis gleich wiederkommt. Einfach, weil jetzt schon wieder so und so viele Minuten um sind. Wisst ihr, was ich meine? Nee, hier sind nur normale Zombies. Okay. Doktor-Zombies. Tag. Steht da noch jemand? Irgend so ein Observierungssystem funktioniert und es wurde erst vor kurzem installiert. Noch so mal so viele Heils, auch eins kann ich ja mitnehmen. Wird ja nicht schlecht. Hallo, wer immer du bist. Ich muss dich leider erschießen. Die Systemdiskette, was mache ich denn damit? Hier ist eine Fabrik, eine Karte der toten Fabrik. Okay. Oh Gott. Nikolai? Hey, das sah aus wie ein Safe Room. Geradeaus und dann rechts. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Warum? Ich will die Shotgun ausrüsten. Ich habe für die hier nur noch so wenig Munition. Noch gelbes Zeug. Und Gott, hier blinkt auch noch was. Und was ist das? Alter, was soll ich denn mit dem ganzen Gedöns? Erstmal ein bisschen umgucken. Was hier alles liegt. Das Tagebuch des Managers. 25. April. Heute ist mein 30. Geburtstag. Ich wurde heute in diese Fabrik versetzt. Ich bin darüber sehr glücklich, denn die Arbeitsumgebung hier ist ganz anders als das Leben an der Universität. 14. Mai. Das was auch immer System wurde vervollständigt. Mit einem speziellen Gas können wir die Zellen der Versuchskaninchen verändern. Wir müssen das ein paar Mal ausprobieren, bevor wir es praktisch nutzen. Denn das System ist noch nicht zu 100% stabil. 20. Mai. Während ich den Untersuchungsraum untersucht habe,
fiel die Tür zu und ich war von innen eingesperrt. Ich kam nicht raus für eine ganze Stunde. Ich denke, selbst wenn man die Schlüsselkarte hat, bringt die nichts, wenn man von innen eingesperrt ist. 7. Juni. Die Versuchskaninchen, die wir haben... Was heißt nochmal increasing? Ah, okay. Die Versuchskaninchen, die wir haben, verringern sich immer mehr. Sprich, es werden weniger. Das System funktioniert immer noch nicht einwandfrei. Die Mitarbeiter des Labors hören nicht auf das, was ich zu sagen habe, und ich finde, und ich werde langsam ziemlich frustriert. 16. Juli. Wir können die ganzen Leichen nicht mehr entsorgen. Und die Qualität der flüssigen Medizin ist auch nicht gut genug. 29. Juli. Da die Funktion des Systems nachgelassen hat, auch wenn die Funktion des Systems nachgelassen hat, die Zahl der Leichen, die wir entsorgen müssen, ist es nicht. Der Infektionslevel ist gestiegen. Und die ganzen Antikörper, die wir nutzen, sind keine Konkurrenz zu den neuen Mutationen des Virus. Manche der Mitarbeiter wurden von der Seuche infiziert. Ich setze meine Arbeit fort. Aber ich habe immer eine Waffe dabei. Ich muss daran denken, eine Kugel für mich selbst aufzuheben. Ich möchte weinen. Ich will hier nicht sterben. Ich schwöre, ich werde verrückt, wenn ich nur daran denke, wie schmerzvoll der Tod sein wird. Ja. Da siehst du mal, das hast du jetzt davon. Tierversuche, Menschenversuche, es taugt alles nichts. Weil ich Menschenversuche immer noch besser finde als Tierversuche. Ich habe viel zu viel Kram dabei. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, ich lege jetzt erstmal alles ab. Damit ich hier das ganze Puder einsammeln kann. Ich will nämlich ganz viele Eisgranaten machen. So, und das erste Hilfsspray nehme ich auch mit. Meine Güte, so viel Gedöns. Das ist doch jetzt eigentlich voll logisch, wenn wir das einfach schon mal kombinieren. So. So, damit lassen sich nämlich Eisgranaten machen. Eisgranaten sind total super gegen Nemesis, wie wir festgestellt haben. So, Dinge, die ich jetzt mitnehmen muss. Das hier. Und das hier, wofür auch immer. Die Granaten nehmen wir mit. Oder nehmen wir direkt Eisgranaten mit? Ich habe ja schon welche gemacht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Da, 2%, das können wir nicht mehr gebrauchen. Also nehmen wir eine Shotgun mit. Da sind die Eisgranaten, die nehmen wir gleich mit. So. Okay, weil noch ist Nemesis nicht gekommen, aber ich... Nee, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte speichern. Hier wollte ich hin. Aber der kommt bestimmt gleich. Hallo, Jill. Das ist eine Ach, das ist gar keine Schreibmaschine. Entschuldigung. Die steht hier.
Ja. Dieses Spiel hat übrigens verschiedene Enden. Wusstet ihr das? Ich werde nur eines zeigen, nur dass ihr es wisst. Bin ja froh, wenn ich überhaupt eins zu sehen kriege. So, wo sind denn meine kleinen Eisfreunde da? Das ist ein geschlossener Raum, ne? Ja. Okay, so viele Türen gibt es gar nicht. Mal gucken, wie die Shotgun uns hier weiterhilft. I. Die hilft uns sehr gut weiter. Ja, ich weiß, da ist noch einer. Da war noch einer. Alter, wie geil ist das denn hier mit der Shotgun? Das ist elektronisch verriegelt. Okay. Wo bin ich jetzt? Ach, das ist die andere Seite vom... Ich bin wieder draußen? Ja. Das ist die Brücke, von der ich gefallen bin. Aber was muss ich jetzt machen? Was ist das? Sagt sie da was zu? Nein. Hier ist ein Schlüsselkartenlese-Dingens. Ist hier irgendwo ein Raum, der abgeschlossen ist sonst noch? Ja, da vorn. Okay. Ach, warum, der Speicherraum hat doch noch eine andere Tür. Dann gehen wir da jetzt durch. Die habe ich gar nicht gesehen. Wo war die denn? Das ist ja auch gar nicht der Speicherraum. Wo bin ich denn jetzt reingegangen? Ja, da ist auch eine Tür. Ach, dann nehmen wir halt die. So, wo muss ich jetzt hier lang? Geradeaus. Ach, das ist die Tür, die ich aufgemacht habe mit der Wasserprobe. Das ist ein Sicherheitssystem. Systempowers. Wassercheck, okay. Wir müssen da wahrscheinlich immer noch die Schlüsselkarte reintun. Oder so. Ist egal, auf jeden Fall kommen wir hier nicht weiter. Stimmt, der Safe-Raum, sage ich immer. Was total albern ist, als würden da irgendwie, wäre das irgendwie so ein Bankschließfach oder sowas. Ist hier. Hier ist noch eine Tür. Ach das, ich dachte, das wäre ein Schrank. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein Schrank. Was steht hier? Blaues Kraut. Es wollen alle unbedingt, dass ich eins mitnehme. Dann mache ich das auch einfach mal. Das ist ein Keycard-Reader. Ja, der Fahrstuhl bewegt sich nicht, weil wir einen
Keycard brauchen. Ja, das habe ich verstanden. Aber wo benutze ich die? Also, da kommen wir nicht weiter. Da auch nicht. Aber wo lang dann? Wenn wir noch mal zurückgehen. Nee, das brachte ja nichts. Wie komme ich denn wieder zurück, wo ich war? Ich glaube, das war hier lang. Hier vielleicht dieser Alligator drin oder so? Möchte ich vielleicht so genau gar nicht wissen. Genau, der Fahrstuhl. Wir fahren jetzt nochmal mit dem. Doch. Genau, das ist das Ding, was immer Error gesagt hat. Denn ich überlege gerade, vielleicht müssen wir da, wo wir die Wasserprobe eingesetzt haben, diese Systemdisk einsetzen. Hier war nichts, ne? Nein. So, und jetzt? Jetzt hat diese Maschine den Schlüssel irgendwie umgemodelt. Damit öffnen können. Hoffentlich alles.
Oh, Scheiße. Ach, der ist schon tot. Ja, ich bin etwas angeschlagen. Aber muss ich dafür jetzt ein Erste-Hilfe-Spray verschwenden? Oh, der Part ist schon so lang. Aber ich will jetzt eben noch bis zu dem Safe-Raum kommen. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Da der hier gleich ist, kann ich eben die beiden mitnehmen. Eins direkt verwenden, eins für später. Klingt, als würde ich hier von Müsli-Riegel reden. So. Aber die Shotgun ist prima. Nach zwei, drei Schüssen sind die Viecher tot. So. Meine Lieben, ich speichere jetzt und es geht weiter. Beim nächsten Mal, dann passiert hoffentlich etwas mehr. Bis dahin.